Mein Name ist nochmal Sebastian Hochlatner und ja, ich bin Videoproduzent, Videomarketer und auch ein bisschen Trainer. Also bei meinem Studium in Australien habe ich einerseits viel über Marketing gelernt, andererseits habe ich dort auch eine Ausbildung gemacht, ja, zum Erwachsenentrainer. Und deswegen gibt es bei mir auch diese drei Themen. Ja, Videoproduktion ist halt für die Leute, die einfach nur ein Video haben wollen. Da gibt es zum Beispiel die Immobilienvideos, wo ich einfach dann mit der Drohne zum Beispiel über ein Haus, über eine Wohnung, über ein, ja, Gebiet fliege und dann eben ein kurzes Video daraus schneide. Da habe ich dann nicht mehr viel mit dem Marketing zu tun. Das macht dann der, ja, Immobilienmakler meistens selber. Ja, Videoproduktion geht natürlich auch für Hochzeiten. Das habe ich auch schon mal gemacht, ist jetzt aber nicht so meine Spezialität. Und Videotraining, da beschäftige ich mich eigentlich mit, ja, mit Menschen, die gerne ihre Videos selber machen würden, die vielleicht auf Instagram oder einen YouTube-Channel haben oder einen Blog betreuen und sagen, okay, ich schreibe jetzt, aber ich will Video genauso nutzen auf meinem Blog, um einfach mehr Leute zu erreichen und ein besseres, ja, Google-Ranking auch zu bekommen. Und so, ja, warum eigentlich Video? Vier von fünf Unternehmen haben vor, im Jahr 2020 Video einzusetzen. Und der Video-Traffic, also der Internet-Traffic, ist derzeit über 80%. Das heißt, alles, was über die Datenleitungen läuft, sind Videos. Und Video wird langsam eigentlich so zu der Webseite vor ein paar Jahren. Wenn man Video nicht hat, dann wird man irgendwann mal hinten anstehen. Genauso wie wenn man ja jetzt noch keine Webseite hat, was aber eigentlich Standard ist, wenn man ein Unternehmen hat. Hier gibt es ein paar Statistiken dazu. 64% der Verbraucher kaufen eher ein Produkt, wenn sie ein Video dazu gesehen haben. Und wenn man zum Beispiel ein Video auf einer Landingpage einbindet, ist die Chance eben 80% höher, um einen Kunden zu bekommen oder einen Interessenten zu bekommen. Das Gehirn verarbeitet Informationen natürlich sehr, sehr viel schneller als nur reinen Text. In einem Video kann man Musik, Ton, natürlich auch Untertitel reinpacken und natürlich sehr viele Bilder. Da ist es bei Videos ist es ziemlich wichtig, dass du sehr schnell auf den Punkt kommst. Wenn du zu lange brauchst, um auf den Punkt zu kommen, dann hat der Besucher schon weiter gescrollt oder ist schon beim nächsten Video und vielleicht hat dann dein Konkurrent diesen Kunden gewonnen oder diesen Interessenten gewonnen, weil du einfach zu lange brauchst, um auf den Punkt zu kommen. Und die Chance ist es, Video als Kommunikationswerkzeug zu nutzen und somit online viel, viel besser dazustehen. Und wie man das dann genau nutzen kann, dazu komme ich später noch einmal. Aber jetzt gehen wir mal weiter mit den fünf größten Fehlern im Videomarketing. Der größte Fehler, den ich immer wieder sehe und der mir bei fast, ja, sagen wir so, bei 50% meiner Kunden unterkommt, ist eigentlich, dass keine Strategie dahinter steckt. Man will einfach nur mal ein Image-Video machen, weil es vielleicht der Konkurrent auch hat. Oder man will einfach mal, ja, ein Video haben. Aber eigentlich steckt ja viel mehr dahinter. Und es geht ja auch darum, wo befindet sich das Video? Befindet sich das Video auf der Hauptseite, wenn ich direkt auf die Homepage dieses Unternehmens gehe, oder habe ich in einem Menü einen Reiter versteckt mit Video? Und
dann gehe ich dorthin und schaue mir ein Video an, wo ich dann im Endeffekt nicht weiß, was will mir das Unternehmen jetzt damit sagen. Und zur Strategie gehört natürlich alles rundherum. Was ist in dem Video? Was zeigen wir in dem Video? Was hat das für eine Wirkung auf den Kunden? Wer ist eigentlich mein Kunde? Also, dass ich ein Video oder so eine Videomarketing-Strategie eigentlich darauf aufbaue, auf meinen perfekten Kunden, also den Kunden, den ich am liebsten haben will. Und somit geht es eigentlich schon zu Punkt 2. Ich sehe sehr, sehr viele Image-Videos, ich schaue mir sehr viele an und mir fällt immer wieder auf, dass die meisten Unternehmen das Produkt und dessen Nutzen für den Kunden vernachlässigen. Das heißt, sie vernachlässigen eigentlich den Kunden. Weil ein Image-Video ist jetzt nicht nur ein Video, das ich mich selber schön präsentieren kann, was ich eben meistens sehe. Die Unternehmen, die reden darüber, wie lange sie ihre Firma haben, dass sie ein Familienunternehmen sind oder dass sie die Besten sind oder dass ihre Mitarbeiter die motiviertesten sind. Im Endeffekt, es interessiert niemanden. Ich als Kunde will wissen, ist das Produkt für mich und wie kann mir das helfen? Oder löst dieses Produkt mein Problem? Und das ist eigentlich das Wichtigste, auf das man sich konzentrieren soll, wenn man überhaupt überlegt, ein Video zu machen. Natürlich kann ich über mein Unternehmen reden und ein bisschen was darüber erzählen. Aber eigentlich muss der Hauptteil sein, wie helfe ich dem Kunden? Oder wie kann der Kunde herausfinden, dass dieses Produkt, diese Dienstleistung, egal auf was man es jetzt anwendet, mir hilft, irgendwas zu lösen. So, jetzt hängt meine Präsentation. Ja, der nächste Punkt ist es, wenn man ein Video zu lang macht. Der Durchschnitt der Marketing-Videos der letzten 5 Jahre ist 2 Minuten lang. Und das ist schon eigentlich ziemlich lang. Weil auf Facebook zum Beispiel hast du 1,7 Sekunden Zeit, dass der Besucher oder nicht der Besucher, dass der Anwender bei deinem Video stehen bleibt. Und dann gibt es so Zeiten wie 3 Sekunden und 10 Sekunden, wo du wirklich die Aufmerksamkeit des Interessenten erregen musst, sonst geht das alles. Sonst hat es im Endeffekt keinen Sinn. Und wenn die Videos zu verkäuferisch sind, die Menschen auf Social Media oder auf YouTube, die wollen nicht irgendwas verkauft bekommen, die wollen eigentlich unterhalten werden. Und wenn sie dann was sehen, was ihnen helfen kann, dann hat man ihr Interesse geweckt. Und ja, der 5. Punkt ist die falsche Plattform, weil ich muss immer schauen, wo sind meine Kunden? Sind meine Kunden eher auf LinkedIn oder habe ich eine jüngere Zielgruppe, die ist auf TikTok vielleicht oder auf Instagram? Oder nutze ich nur einen Blog, aber brauche ich es vielleicht irgendwo anders auch? Und das sind eben Arten von Videos. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, weil ich brauche schon ziemlich lang. Wie ich das am besten einsetze. Und ganz unten steht der Verkauf und die Qualifizierung. Das ist eigentlich das Video, was ganz am Schluss kommt. Also wenn der Kunde schon mit mir interagiert hat, wenn er schon von mir Informationen bekommen hat, wenn ich schon seine E-Mail-Adresse bekommen habe. Und ein Image-Video zum Beispiel ist oben bei Brand Awareness. Wenn man jetzt nicht sich zu sehr auf irgendeinen... Eine Minute noch, bitte, Sebastian. Eine Minute noch. Ja, so mein Prozess, wie ich das immer angehe, ist der Workshop. Da geht es um die Ziele, um die Kundenmatrix, was sind die Probleme, die zum Lösen sind, um eben die ganzheitliche Strategie und wer soll noch involviert werden. Das zweite ist Konzept und Planung. Da brauchen wir eben ein Skript, vielleicht Online-Tools, wo wird es dann gestartet und dann wird das Video eben geplant auf das
auf die Strategie zugeschnitten. Schritt 3 ist der Videodreh, Tonaufnahmen. Schritt 4 ist die ganze Videonachbearbeitung. Und Schritt 5 ist das Einbinden in die Webseite, in eine Ad-Kampagne, in einen Funnel. Einen Funnel zeige ich auch noch kurz. Dieser Kunde hat ein PDF hergeschenkt und nach dem PDF kommt man auf eine kurze Videoserie, die im Endeffekt das Ziel hat, dass sich der, der sich das PDF runtergeladen hat, einen Termin mit ihm ausmacht. 10 Sekunden noch, bitte. Ja, das geht sich gerade aus. Und hier noch eine Übersicht, wie das ungefähr ausschaut. Hier kommt der Traffic rein, die holen sich das, gibt ein Danke-Video natürlich 5, und dreimal 4. Content. Und mein Geschenk an euch ist ein 45-Minuten-Strategiegespräch und ein Videoskript. Vielen Dank.